Ich bin Rainer Mortmüller, ich bin Maler und liebe es, Skulpturen zu machen aus Wachs. Der Ursprung der Figur wird in Wachs geformt. Also es gibt ein Skelett aus Metall, Messing oder Kupfer und über dieses Skelett wird die Figur aus Wachs geformt. Ja, also im strengen Sinne ist ein Bildhauer jemand, der ein Bild haut, während ich modelliere aus Wachs, einem weichen Material, über ein Gerüst und habe dadurch eine ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann immer was dazusetzen und was wegnehmen. Das kann der Bildhauer nicht, sondern was weg ist, ist weg. Das ist, als ich angefangen habe 1984 in Paris, durch einen Zufall lernte ich einen Gießer kennen und er hat mir Wachs in die Hand gedrückt und hat gesagt, probier mal, ob das gelingt. Und als ich dann 10 Skulpturen gemacht hatte, sahen meine Freunde das und sagten, wie aus dem Bild gesprochen. Also diese Verbindung von meinen Bildern zu meinen Skulpturen ist unmittelbar. Das kommt darauf an, was mir wichtig ist bei der Figur. Soll sie jetzt abheben und tänzerisch etwas zum Ausdruck bringen oder soll sie eine bestimmte Gestik ausdrücken? Hier diese Figur zum Beispiel macht einen Schritt und hat die Arme auseinander, so tastend sozusagen, ne? Die sucht. Oder diese zwei, die dort zu sehen sind, die sich beugen und auf der Suche sind nach etwas. In Berlin im Studium sind mehrere Marionetten entstanden, unter anderem diese Verwandlungsfigur, die eben ihre Proportionen verändert und damit immer wieder neuen Ausdruck gewinnt. Die Marionette ist eine Figur, die man als Mensch kreiert und nach Heinrich von Kleist ist das die Form, wie der Mensch sozusagen Gott spielt, im Kleinen. Und insofern hat die Marionette für mich eine Riesenbedeutung. Mit 15 habe ich meine ersten Marionetten gebaut. Ja, wenn damals die Experimente und diese Probefilme, die wir fürs Fernsehen gemacht hätten, Erfolg gehabt hätten und nicht am zu hohen Anspruch gescheitert wären, wäre ich heute vielleicht Puppenspieler.